So, gesagt, getan. Wir regieren auf Urs, was Urs macht. Nach Zibam ist Urs dran. Also ich verfolge ja nicht die Szene so viel. Ich bin mit meinen Klienten beschäftigt und mit dem, was ich tue. Also ich habe jetzt so mitbekommen gehabt, dass Urs einen neuen Trainingsplan hat, eine neue Trainingsmethode. Soweit ich weiß, hat er immer Push-Pull-Beine trainiert. Und diese Top- und Back-Off-Sätze ist ja ein normaler Grundplan von Kienzel, aller Läden, die ich von Kienzel bekommen habe, haben irgendwie die gleiche Struktur gehabt. Keine Ahnung, was da Sache ist. Ich denke mal, die haben das ganz gut umgeswitcht. Also Schwachstelle bei Urs ist ja mal so die Arme gewesen und die Rückenpartie. Trotzdem von der Classic-Linie sehr, sehr stark. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, trainieren die Rücken und Arme zweimal die Woche rangehangen, aber sie sind vom Push-Pull weg. Und ich weiß, dass er ja auch in Amerika war und ich weiß, dass in Amerika die da sowieso ein bisschen anders trainieren. Mittlerweile geht sogar der Trend, Manuel Bauer setzt das auch gut um, so in mehr Wiederholungsbereiche. Also die setzen die Reize, die man bekommt, auch durch mehr Wiederholung. Also mit jedem Ami-Coach, mit dem ich schreibe, die probieren natürlich auch was anderes auch, ob es Plasma-Training ist oder einfach nur mehr Wiederholung, weil mehr Wiederholung setzt auch oder sorgt auch aber in einem gewissen Bereich für eine Wachstumshormonausschüttung, ist auch gut fürs Herz, ne? Nicht so viel ballern und dadurch werden auch Reize gesetzt und das ist jetzt Rücken explodiert mit neuem Plan Backday. Er geht eine Stunde, das heißt, Volumentraining ist bestimmt garantiert. Was gibt's? Das wollte ich dich gerade fragen. Ja, was gibt's, wenn wir die Flex in der Hand haben und den räudigen Tisch mit der Casting Couch? Natürlich und neuerdings auch ja. Ein Weihnachtsbaum. Denn wir haben es noch ja, ein bisschen mehr als 10 Tage. Dann kommt das Christkind. Und wir sind wieder im Bunker. Wir dachten uns, ein vorweihnachtliches Training muss heute auf jeden Fall geballert werden. Es ist Montag. Und sobald die Kamera an ist, fangen wieder alle an rumzuschreien in alter Manier. So kann es nur im Bunker sein. Wir haben einen Booster am Start. So wie es sein soll. Kennt man doch so. Ganz klassisch. Ich bin aber nicht in der Vorbereitung, sonst würde ich jetzt den Rauch hier reinlassen. Auf ganz klare Nummer. Was wir aber auch wieder am Start haben, Nein. Ist das Trainingsbuch. Denn ich habe es auf Insta schon angekündigt. Ich arbeite jetzt mit Brad und Martin zusammen, was das Training angeht. Also wie nicht jedem Clickbait glauben. Ja, er war bei Brad und Martin und das hat ihn beeinflusst. Er fand es geil, so wie es auch sieht. Er übernimmt es dann. Was auch völlig legitim ist. Phil Heath hatte einen Trainingscoach. Jay Cutler hat eventuell auch mal einen Trainingscoach. Ja. Sean Roden, der Ernährungscoach war Chris. Der Trainingscoach war wiederum Psycho Fitness. Und auch Charles, genauso wie bei Dexter Jackson. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man auch einfach mal so nennen muss. Und ich finde das eigentlich relativ gut, was die jetzt hier vorhaben, glaube ich. Urs hat einen neuen Coach. Kleiner Front an der Stelle. Nee, mit Stefan bin ich immer noch ein festes Team, aber mit Brad und Martin mache ich das Training, da ich den Trainingsstyle, wie ihr es auch in den Videos in den USA gesehen habt, extrem feier. Krass. Und ihr werdet heute sehen, wie der Rückentag 1 aussieht. Das sind alles auf jeden Fall ziemlich üble Trainingseinheiten, von denen ich mich auch immer ordentlich regenerieren muss. Aber mit mehr Kalorien im System und vor allem auch mit dem richtigen Pre-Workout, wo ich gerade auf, wo kein Scoop drin ist. Also, das soll uns ja nicht hindern. Praise the Lord. Dass ich hier halt nicht vom Office ist der Plan auch ausgelegt und von dem her groß. Und von dem her will ich, dass die Rückeneinheiten auch immer richtig reinknattern. 2 Stück habe ich davon die Woche nach jedem. Ja, er will die Schwachstellen verbessern. Rücken zweimal, Rückendichte, Tiefe, Breite. Stay ein. Rest habe ich sonntags, wie gestern. Wir starten die Woche mit einem Rückentraining und nach dem zweiten Restday am Donnerstag, also nach 3 Trainingstagen, gibt es auch nochmal ein Rückentraining. Das Ganze schlau gemacht, man erholt sich natürlich am Restday, man isst gut, Kalorienspeicher sind geladen, man ist erholt, man kann im Rückentraining Vollgas geben. Die Beine von ihm sind sehr stark ausgeprägt,
die können ruhig mal ein bisschen nach hinten geschraubt werden, im Gegensatz zum Rücken. Wenn man das noch hinkriegt und die Arme, dann wird es gefährlich. Hat auf jeden Fall schon die letzten 2 Wochen gut funktioniert. Heute ist es aber tatsächlich Premiere, dass ich den Rückentag 1 mache. Denn bisher waren wir montags die letzten Wochen. Nee, hey, hallo. Soll Darf ich das? Nicht gucken? Soll das? Doch. Aber erst später. Also ich will ja mal was sagen. Ist ja schön und gut, dass du dein Training umstellst. Aber solange ich nicht nachher den ultimativen Rückenpump sehe, glaube ich nicht, dass es effizienter ist. Dann müssen wir erst mal gucken, dass wir den Rücken gut aufblasen. Aber bis jetzt, jede Einheit, die ich gemacht habe, war der Pump schon knusprig. Und gestern Abend gab es bei Pipasso noch ein paar Nudeln zum Snacken. Also man hört ihm gerne zu, ne? Ich glaube, das Cheat Meal sollte im Latt dann auch ankommen. Ah, der wahre Star des Videos ist da. Alicia, wir sagten, mein bärtiger Vater. Was glaubst du, wer sich jetzt auf Weihnachten vorbereitet? So, wir gehen jetzt mal ganz schnell die Übung durch, sonst müssen wir auf eine Stunde reacten. Wer den Weihnachtsmann zu Hause macht. Kein Athleten, der einen fetten Rücken hat. Oder beziehungsweise Klimmzüge mit Zusatzgewicht zum Warmwerden, Blut reinbringen. Kann mit sogar Zusatzgewicht und so und keinen fetten Rücken hat. Also da ist was Wahres dran. Und den Tipp hat mir auch schon kein geringerer als Flex Wheeler gegeben. Deswegen steigen wir ein. Kein YouTube Premium, jetzt wird wieder Hate abgeendet. Das spende ich lieber statt YouTube Premium. So viel dazu. Und wir gönnen Urs das Geld, was er kriegt. Das auch dazu. Also, Klimmzüge, erste Übung. Ne? Und gucken wir mal, was da so hinkommt gleich. Natürlich ist es so, er bringt Blut rein ins Scheme. Ich glaube mal, der macht auch Volumentraining. Eine Stunde ist nicht ohne. Also eine Stunde Aufnahmematerial. Ne? Also wenn man das mal da berücksichtigt, einen Moment. Hier haben wir Latt ziehen, aber ich werde es nicht, also ursprünglich war das mit dem Griff hier geplant, aber da Stefan mehr den Terrace haben will, das wisst ihr ja, die Videos verfolgen jetzt auch von der Olympia Prep. Sprich, wir werden im Übergriff, ähnlich wie die Klimmzüge, 2 Sätze machen und dann werden wir im Untergriff noch welche machen. Das habe ich jetzt selbst. Die meisten können das wahrscheinlich gerade voll nachvollziehen. Ihr seht, ich wärme mich gut auf. Mache hier auch nochmal 2 bis 3 Aufwärmsätze. Um ein oder aufwärmen nicht mehr, reinkommen Sätze so. Ordentlich aufgewärmt und den Latt zum Brennen haben wir mit den Klimmzügen gebracht. Jetzt arbeiten wir uns hoch zum Arbeitsgewicht. Das ist ein ganz anderer Urs diesmal. Glaubt es mir, die sind da, da ist viel mehr Fokus drin. Das tat ihnen der USA ganz, ganz gut, dass er da bei Brett und Martin war. Und sonst, bis auf jetzt so Geschichten wie hier am Anfang oder am Ende mit diesen 4 Sätzen. Jay Cutler-Style, Unterhandgriff. Also 6, 7, 8 Sätze Latzüge sind schon mal over. Unterarme sind natürlich auch Matsche. Da wird nicht viel Schwung geholt, da wird mit Technik gearbeitet. Maske, mein Connection ist on point. Komm. Gestrecktes Kreuzheben und jetzt 6 oder 7, 6 Wochen diese Row hier nicht. Deswegen müssen wir uns hier erstmal wieder rantasten an das Baby. Cybex. Brutales Gerät. Da trainiert der Unliteral, also das trainiert der einzelne Seite wird bearbeitet. 3, 4 Zugübungen von oben, eine Latt, also Rudern, sind schon mal 4 Übungen.
Überzüge mit Kabel, auch sehr kontrolliert wieder. Das Mastermind Connection Gefühl on point. Und fünfte Übung. Hier auch so zwei Reinkommensätze und dann ein Arbeitssatz. Einer steht auf dem Plan, aber ja, ich hinterfrage. Zwei Pre-Exhaust-Sätze zum Vorschwächen aufwärmen und dann ein All-In-Satz. Nichts, beziehungsweise bis jetzt hat jede Session so gescheppert, dass da schon irgendwie ein Sinn dahinter steckt. Deswegen ist immer so das eine, die Theorie und dann die Praxis, weil als ich im Dorian Yates Trainingsplan, ich weiß noch, zum allerersten Mal gesehen habe früher, da stand so ein Satz Beinstrecker, zwei Sätze Hackenschmidt, zwei Sätze Beinpresse und das war's. Dann hat sich jeder, der Dorian kennt, weiß, der trainiert nach diesem Einsatzprinzip, ne? Ein All-Out-Satz, ein, zwei Aufwärmsätze und dann macht er Vollgas auf gut Deutsch. Ne? Jeder, der das mal so geguckt, also kann man so danach trainieren, aber der geht bei jedem Satz, wo der richtige Satz ist, auch komplett ans Limit, ne? Der ist over. Ja, Digga. Ist safe, Arsch, also der blufft nur. Aber wenn du weißt, wie dieser Einsatzbeinstrecker aussieht, Junge, Junge, da fragst du nicht mal mehr, können wir noch einen machen. Das ist so, er nimmt einen Satz und zerlegt diesen Satz einfach komplett, bis nichts mehr geht. Ist halt immer diese Ansichtssache, weil zieht sich aus, habe ich gesehen gerade. Alle drei haben Olympia gewonnen. Krass, dass er Buch führt. Er hält so die Progression fest. 9 plus. Roman Fritz-Style. Plus heißt immer. Wir machen das immer so, also der Langzeitprogress ist sehr wichtig. Du kannst dich ja nicht theoretisch fast in jeder Übung steigern. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Also macht nicht den Fehler und denkt, ihr steigert euch bei jeder Übung. So ist es jetzt nicht. Wenn man aber zurückblickend drauf guckt, das sage ich meinen Klienten auch immer, dann ist schon wichtig, dass ihr stärker werdet. Ja, das auf jeden Fall. Aber du kannst nicht in jeder Übung ins Unermessliche durchgehend stärker werden. Dann wärst du irgendwann so stark zum Beispiel wie Leonidas oder Ronnie Coleman oder so, das würde nicht funktionieren. Das ist sauber, Mann. Wenn Minus dahinter steht, weiß ich, hey, ich habe zwar 9 gepackt, aber eigentlich nicht. Das ist schön gecheatet. Das war aber 9 plus. Also das war... Das ist jetzt die quasi die Vorbereitung, Hausaufgaben für den Stefan-Besuch. Für die 1 mit Sternchen. Müssen wir mal gucken, wie der Rücken aussieht jetzt. Man denkt Schwachstelle, ne? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie gut der Rücken von den anderen sein muss. Dafür, dass er aber schon Post-Competition ist, ist er noch gut in Form. Christmas Tree ist vorhanden, hier. Passend zu Weihnachten. Trotzdem sehr, sehr schöner Rückenmuskel. Hier, Schulterköpfe sieht man. Die Rückenmitte hier. Schläuche, Trizeps sind auch leicht gestreift. Gute Form. Kommt schon böse, Alter. Voll. Und ich denke mal nicht, dass er voll auf Material ist, ne? Rohphase. Funktioniert. Echt gut in Form noch. Positiv überrascht. Aber da sieht man, Ziba macht wieder ein bisschen leicht Vollgas. Er ist ja noch, er ist schon drinne. Da geht's Schlag auf Schlag. Konkurrenz schläft nicht. Er ist doch komplett zugestreift. Fick mein Arsch. Hast du
Der ist nur so gut in Form, man sieht noch seine Abs, seine seitlichen, die Haut ist noch dünn. Ja, ist schon gut. So, hier auf Fußposition. Noch eine Ruderübung. Brutal haben wir hier auch. Macht richtig Bock, das Gerät. Geisteskrank, gut. Griff weit nach außen, Ellbogen koordiniert. Ist für die obere Rückenpartie. Ist gut. Ein Besen in den Allerwertesten geschoben. Und jetzt kommt Kreuzheben als letztes, so wie ich gesehen habe. So, und an alle, die mich immer haten, wenn ich sage, ich mache Kreuzheben auch zum Schluss oder habe es im Plan eingebaut. Man muss das nicht als erstes machen. Man muss es nicht als erste Übung machen. Man muss es einfach nicht machen als erste Übung. Es kommt auf die Ausführung drauf an, aufs Arbeitsgewicht und wie intensiv man diese Übung ausführt. Und ich habe Kreuzheben immer so in der Mitte und zum Schlusspartie einfach geliebt immer. Die Platten hochgehen im ersten. Im zweiten dann drei. Oder ja, gucken. Und er macht sie im Obergriff. Habe ich auch immer gemacht im Obergriff. Wie sich das entwickelt, bis ich wieder bei meinen 5 Platten angekommen bin. Das ist auf jeden Fall das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Aber ja. Ich kann mit. Ansonsten läuft es gut. Es kommt auch gut an. Jetzt in den vollen Rücken. Ja, das knallt. Also Kreuzheben zum Schuss knallt. Eine Platte heißt immer 20 Kilo. Ja. Vorgebeugtes Rudern, Arme, Obergriff. Was haben wir gemacht? 6, 7, 8 Übungen. High Intensity, Volumen, mehr Wiederholungen, guter Switch. Das kann was werden. Also es wird ihn definitiv auf ein neues Level bringen. Also ich sage euch, wie es ist. Mir kommt er auch ein bisschen strukturierter rüber. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man den Schritt geht, neue Coaches fürs Training zu engagieren, dann will man auch natürlich noch mehr erreichen. Und das ist halt ein Punkt, den muss man ihm einfach geben und das finde ich stark. Und am Ende des Tages ist Bodybuilding, den Körper zu meißeln und man muss vieles ausprobieren, um überhaupt zu sehen, okay, funktioniert das nicht, kann man das machen, kann man das nicht machen. Hier funktioniert es aber wahrscheinlich so gut, dass der Progress hier definitiv gegeben sein wird. Wir haben einen jungen, engagierten Mann, der hochmotiviert ist, Top 3 der Welt. Ist alles gegeben, die ganze Präsenz passt, das Training passt und ich bin gespannt. Also, das wird verdammt gut. Ne? Also, das freut mich, dass da ein bisschen Struktur oder Umänderung reinkommt. Das wird ein gutes Ding, Urs. Das habt ihr gut gemacht. Schreibt mir davon, was ihr davon haltet. Das finde ich sehr stark. Sehr, sehr gutes Ding. Glückwunsch an dieser Stelle. Ich bin gespannt. Ich habe ja gesehen, die Arnolds, da machst du auch mit oder ihr. Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Danke für den Support und wir hören uns.